Das wird was. Jede Menge Pictures. Auch zu. Sonst ist jemand. Oh oh. Ganondorf. Nicht so toll. Oh oh. Moment mal. Du bist doch nicht Ganondorf. Reiten ist unterhalb Phantom Ganon. Oh shit. Alles klar. Dein Magic Stick. Okay, er verschwindet in den Bildern. Ich glaube, den müssen wir jetzt finden. Weil er kommt irgendwo aus irgendeinem Bild gereitet. Wieder aus dem hier, dem hier. Okay. Hab ich dich. Okay. So geht das die ganze Zeit. Wieder kommt da raus. Daraus. Was? Gar nicht? Ja, hab dich doch gefunden. Bastard. Das Bild gar nicht gesehen. Okay. Kommt da raus. Wieder da. Oder da. Na du Spast. Na, okay. Ah, ja, ich weiß, wie das geht. Na, Schoki. Irgendwie muss ich treffen. Ich treffe mich. Alter. Irgendwie, also, ich weiß, wie das Prinzip geht. Man muss mit seinen eigenen Bällen abschießen. Aber ich hab das gerade noch nicht hin. Oh, sehr gut. Okay. So geht es halt die ganze Zeit. Na komm her. Bam. Na, spiel mal Ping-Pong. Na, Schlucki. Oh, jetzt geht's ab. Geht er sogar noch weiter weg. Könnt ihr ja spielen. Wow. Fuck. Mann, er will's auf die harte Tour. Okay, er kriegt's auf die harte Tour. Bam. 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 Easy going. Na du. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast, jedoch. Du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinem wahren Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Na, garantiert, ne? Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Ja, kommt davon. Ja! Damas! Sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Und wieder ein Herzteil. Und wir gehen mal. Ne? Gibt's hier nichts mehr für uns. Noch nicht wieder die Halle der Weisen, oder? Wieder Geschwafel von wegen, ja, ja. Oh mein Gott, ist es Salia?
Danke, dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Ah ja, ja, ja. Ich habe stets gewusst, dass du zu höheren Berufen bist. Kein krass Gefühl für dich. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir können nicht immer in derselben Welt leben, weißt du? Ich werde dich als Vase des Waldtempels stets unterstützen, ne? Nimm dieses Amulett an dich. Das ist ein bayerisches Traditionalverfahren. Ey, okay, schau auf. Das kommt von oben, das ist bayerischer Leberkäse. Ich lass auf dein Gesicht klatschen, so. Bam, Junge. Yay. Und noch ein Amulett. Was auch immer uns das bringt. Eigentlich gar nichts. Aber Hauptsache, die müssen uns das irgendwie geben. Riesiges Coin. Das Amulett des Waldes, Alia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und er überträgt ihre Kraft. Ja. Boah, Alter. Was ein pfeifendes Geräusch, ey. Ich werde immer deine Freundin sein. Jo. Ja, lol. What the fuck ist das? Kommt jetzt so ein Freak raus mit so einer Fresse, ey, Alter. Sei gegrüßt, ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil du und Saal ja den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank! Alter Vater. Hast du deine alten Freunde wieder gesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Gokirin niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt, du bist kein Gokiri. Du bist ein Chilianer, lol. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Die Wahrheit? Nein, nicht die Wahrheit. Schon aufgefallen, dass Link Ohrenringe trägt? Voll schwul und so. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Halbe Dekade ist sehr lang, das ist glaube ich ein halbes Jahrhundert, kann es sein? Sollte. Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge chilianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Interessant. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Ja. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jedem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Ah, das war ja. Schön. Du bist Chilianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal, nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Schock. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Jo. Und mit diesem Satz von dem Sprössling, der jetzt hinter mir steht, warte, ich guck nicht, ich stell mich zu der Knie hin. Wenn ich auf diese Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ach, fick dich, jetzt dreht sich doch die Kamera. Sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.